einmal. Jawohl. So, habe jetzt meine ganzen Speere wieder. Hoffe ich. 9 Stück, jawohl. Was geht ab, YouTube? Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark and Light. Ja, wie versprochen, bin ich jetzt auf dem Online-Server und ich bin ein Zwerg. Haha, so sehe ich aus. Und ich habe hier gerade ein bisschen Kupfererz gefunden. Da hinten fliegt ein Drache. Ich fühle mich erschöpft und muss schlafen und ich muss trinken und ja, dann gehen wir jetzt erstmal da hinten hin. Stecken das mal weg. So. Ja, der Volks wird auch bald da sein. Das hoffe ich zumindest. Oh, ein Wildschwein. Schön, dass wir schnell vorbeikommen. Dass wir nicht angegriffen werden. Alles gut. Ja, Level 7 bin ich schon geworden. Schon ein bisschen offscreen gespielt. Nur mal zu, dass wir schnell was trinken können. Und ich soll schlafen. Ich weiß nicht, wie ich schlafen kann. Wahrscheinlich kann ich schlafen, indem ich einen Schlafsack baue. Mal gucken, ob ich schon einen Schlafsack bauen kann. Wahrscheinlich noch nicht. Schauen wir gleich mal, ob wir schon was verkaufen können wieder. Stadt der Zwerge sieht schon richtig gut aus, ne? So, da vorne können wir auf jeden Fall was trinken. Komm schon. Trink doch was da. Das ist ein bisschen buggy, keine Ahnung warum. Am Fluss klappt es besser. Jetzt hat es geklappt, jawohl. So, und ich bin überladen. Das heißt, hier irgendwo ist doch so ein Händler. Da ist ein Händler. Mal gucken, was er alles so kaufen möchte. Er möchte immer noch Garn kaufen. Meine Steinaxt. Nö. Dann haben wir da vorne noch ein paar Händler. Guck mal, ich glaube, der eine wollte Eisenerz haben. Ich glaube, der Waffenhändler. Ja, da hat es gespeichert, kurz geruckelt. Ich habe nur 80 von 100, das ist aber traurig. Aber hier, Steine, zack. Warum kann ich das immer nicht verkaufen? Ich verstehe das nicht. Ich habe 51 vom benötigten 40. So. Dann verkaufe es doch. Bei manchen verstehe ich es echt nicht. So, dann scheiß auf die Steine. Die schmeiße ich jetzt raus, weil ich bin überladen. So, hier. Objekt fallen lassen. Dann hätte ich mal eben noch ein bisschen Dingenskirchen. Ja. Hätte ich das gewusst. Dass ich nicht so viele habe. Dann gehen wir da nochmal hin. Es war ja nicht so weit. Und es regnet. Ich brauche mir keine Sorgen machen. Dass
Ich verdurste. So. Gehüpf. Da hast du ein komisches Portal gesehen, das zeige ich euch mal. Und Drachen fliegen da rum. Aber ich sehe mal zu, dass ich hier gleich... da haben wir noch wieder Eisenerz. Da oben klopft einer. Aber wenn wir da so nicht rankommen, vielleicht kommen wir da mit dem Zauberstab ran. Ne, hier mit der 5, so. Stein. Ja, Eisen, Kupfererz. Hier oben klopft doch irgendwo einer. Oder irre ich mich? So. Jawohl, Kupfererz. So, zeig mal her. Jetzt haben wir wie viel Kupfererz? 106, das sollte reichen. So, laufen wir zurück. So, schauen wir. Irgendwie ist das alles noch ein bisschen verbuggt. Manchmal kann ich Sachen verkaufen, manchmal nicht. Und ich weiß nicht warum. Wenn ihr das wisst, schreibt es mir in die Kommentare. Genauso die Tutorials, die links stehen. Ja, die bleiben dann irgendwann stehen. Reach a new player level habe ich jetzt schon 3-4 Mal erreicht, aber es geht halt nicht weiter. Und ich bin schon wieder erschöpft. Ach, das ist zum Heulen manchmal. Ja, mal ein Stück Fleisch essen. Und noch eins. So. Ja, das Ganze hier jetzt online. Wie gesagt, der Volks ist bei der nächsten Aufnahme dann garantiert auch mit dabei. So, jetzt schauen wir mal, ob wir das hier verkaufen können. Kupfererz. 106 von 100 haben wir. Zack, verkaufen. Und ich habe 200 Gold gemacht. Jawohl, das war schön. So. Ah, siehst du, können wir von dem auch was kaufen? Können wir bestimmt. Haben wir was Gutes hier? Was ist das denn? Kupfererzbarren. Ha. Eisenaxt. Das wäre natürlich toll. Haltbarkeit 78. Haltbarkeit 50. Oh, eine Armbrust.
Armbrust wäre natürlich toll, ne? Was ist das? Pfeil mit Steinspitze. Speer mit Eisenspitze, okay. Okay, Schwerter kann ich mir noch nicht leisten, aber hier so eine Axt. Komm, nehmen wir mal. Für 93. Kaufen. Und für 31. Kaufen. Armbrust kann ich leider nicht. Sehr schön. Dann haben wir das schon mal hier und den Rest spende ich. Aber nicht dem hier, sondern dem anderen da hinten. Denn wenn ich was spende, dann steige ich irgendwann im Rang. So. Du möchtest Garn, ja. Ja klar, hier, das verkaufe ich dir. Genug Goldmünzen. Na komm, und die letzten drei, die spende ich. Zack, hier, Bob. Jawohl. Spenden und Ruf verbessert. Sehr schön. So, ich habe meinen Ruf verbessert. Alles klar. Und jetzt schauen wir mal ganz kurz in das Inventar. Das hier machen wir dahin und die machen wir dahin. Die schmeißen wir mal raus. Die können wir jederzeit neu bauen. Ich habe noch einen neuen Bogen und hier meinen alten Bogen. Das ist gut. So, die Zauber mache ich mal auf einen neuen. Und den Bogen auf die 4. Die Speere auf die 5. Die Wurfmesser auf die 6. Eisensense. Hm. Die lassen wir mal auf die 8. Und da haben wir schon mal 11 Pfeile fürs Tamen. Pfeil mit Steinhaken. Die brauchen wir später fürs Tamen. Und ja. So, Aufgaben. Schauen wir mal. Ja. Hier geht es immer weiter, nach und nach. Ich weiß nicht, wie das gezählt wird, aber. Und aufgestiegen bin ich auch schon, indem ich was gespendet habe. Das wird aber nicht freigeschaltet. Eigentlich braucht man die Aufgaben hier eigentlich gar nicht machen. Völlig Banane. Lagerfeuer herstellen und so werde ich gleich mal machen. Aber ich hoffe, dass der Volks dann natürlich gleich mal online kommt. Ich muss immer noch schlafen und ich würde sagen, wir schauen einmal kurz ins Inventar. Können wir schon einen Schlafsack machen? Nein, können wir noch nicht. Aber wir können eine Foundation machen und ein Lagerfeuer. Das werden wir mal eben in Angriff nehmen. Laufen wir mal ein Stückchen raus aus der Stadt. Halt, erst noch trinken. Und hier hat sich schon jemand so ein Greifen gezähmt hier. Sieht sehr geil aus, das Tier. Ja, Seidenschnabel, ne? So, hier nochmal trinken. Jawohl, das hat geklappt diesmal.
So, schauen wir doch mal eben, was wir brauchen, um so eine Foundation zu machen. Fundament. Da brauchen wir Seile. Holz haben wir. Dann machen wir uns Seile. Hier ist doch schon ein Baum. Scheiß Wildschwein. Können wir hier eigentlich hoch? Ja, hier können wir hoch. Dann gehen wir hier hoch. Da ist noch ein Wildschwein. Komm, ich will doch nur hier hoch. Ja, ab und zu leckt es dann mal. Das ist online aber normal anscheinend. Und ich werde ziemlich schnell müde. Ich müsste dann demnächst mal Ausdauer leveln. So, machen wir mal ein bisschen Rüstungsherstellung, sehr schön. Wir haben ja schon ein bisschen Leder. Schauen wir noch mal, ob wir schon was herstellen können. Jo, den können wir herstellen. Zack. Und für Hose brauchen wir wieder ein bisschen Leder, alles klar. So, haben wir gleich angezogen. Das schmeißen wir mal weg. Plopp. Sehr schön sieht das aus. Für Hose brauche ich dann noch was? Felle. Okay, wir brauchen mehr Felle. Das heißt, wir müssen mehr Tiere töten. Sowohl Leder als auch Fell. Das kriegen wir dann bestimmt hin. So, Foundations. Ich kann 4 Stück bauen. Das mache ich auch. Schon mal meinen Bogen in der Hand. Arbeit mit Stroh. Jawohl, jetzt haben wir auch eine Tür hergestellt und sowas alles. Mal schauen, wann ich hier verlassen kann. Oder wann ich hier raus bin. Na, hier können wir bestimmt auch dann trinken. Jawohl. Ein Langhorn. Nee, die sind friedlich. Die tun nichts. Du Arsch. Hau ab. Kannst du auch mal sterben? Na also. So, und die Pfeile wieder einsammeln natürlich. 5 Stück. Und den nehme ich jetzt nicht auseinander, weil von dem... Doch, vielleicht kriege ich Leder raus. Schauen wir mal. Mit haben die Pfeile meistens nichts. Okay, 2 Leder, 2 Stück Fleisch. So, hier geht's richtig tief runter. Schade. Aber ich werde mal gucken, ob ich hier schon bauen kann. Ich gehe mal hier ins Altmenü und dann ziehe ich mir die Foundations hier mal auf die 4. Schauen wir mal, ob wir hier schon bauen können. Okay, nicht im Gebiet der Stadt. Wir müssen noch weiter weg. Alles klar. Kann ich hier nicht setzen. Okay. Dann schauen wir uns weiter um. Aber wir haben schon mal eine Rüstung. Das ist schon mal gut. Brauchen für die Hose brauchen wir noch Fell und sowas. Das heißt, wir müssen noch ein paar Tiere töten. So ist's. So, wir gehen hier mal lang.
natürlich das Wildschwein töten, ne? Egal, komm, gehen wir weiter. Da oben fliegen Drachen, seht ihr? Ah, es speichert ganz kurz. Ja, dieses Ruckeln ist normal, wenn man ein Gebiet verlässt. Da oben fliegen Drachen. Ich rüste schon mal meinen Bogen aus. Und da haben wir die doppelköpfigen Geier und irgendwelche Steinviecher. Steingolems oder so, ich weiß es nicht. Ich weiß noch nicht, ob die hier rüberkommen. Da war ein Portal. Das Portal ist mittlerweile auch weg. Na, ob ich hier unbeschadet wegkomme, weiß ich nicht. Hoffe ich. Die sind ja abgelenkt, ja? Wow. Ach, das Portal ist wieder da. Du exit a town. So, wollen wir mal kurz gucken, was hier gleich steht. Duncan breaks a spell, cause he has a powerful magic. Okay. Wenn ihr wisst, was das ist, könnt ihr das bitte auch mal in die Kommentare schreiben, damit ich nicht ganz doof sterbe. So, ich werde hier nochmal durchsuchen. Bisschen Holz rein. Und bisschen Fleisch rein. So, Feuer entzünden, alle herstellen. Kann man die essen? Ja. So, ich hab 13 mal Dingenskirchen. Mal ein bisschen wachsam sein. Nicht, dass wir angegriffen werden. Ist auch nochmal so ein Kupferding. Ist hier jetzt eins der Viecher gestorben oder sind die einfach weg? Oder was ist hier los? Die scheinen wohl weg zu sein. Da hinten sind noch... Oh, da hinten geht's ab. Okay, bleiben wir mal hier bei diesem Portal. Oh, wie Zeit rennt. Ne, sind schon wieder über 20 Minuten. So, wie viel Stück Fleisch haben wir denn? 5. Da warten wir, bis das Holz abgebrannt ist. Ja, im Prinzip ist das Spiel wie Ark, aber das habe ich ja schon erwähnt. Ist ja nun auch von der Schwesternfirma, wie auch immer, oder Tochterunternehmen oder wie auch immer. Drachen. Hilfe. Hängst du jetzt fest? Nein, du hängst nicht fest. Okay. Das reicht, aber wir warten das Stück Fleisch noch ab.
Dann habe ich genug Fleisch. Und wir müssen bauen und wir müssen schlafen. So. Nein, Drache, du tust mir nichts. Level 20, oha. Und es speichert wieder. Hau mal ab hier. Da haben wir das nächste Portal, was auch immer diese Dinger zu bedeuten haben. Ach komm. Ah, du hast eh nichts dabei. So. Knochen, Fleisch. Ja, wie gesagt, die Sense brauche ich irgendwie gar nicht. Diesmal gab es kein Fell. Drachen. Oha. Feuerdämon. Oder was auch immer. Ich muss weiter. Keine Zeit zum Gucken. Sonst werde ich sterben. Alles voller Viecher hier. Hier hat auch schon jemand gebaut. Schäbiges Fundament. Schäbige Wand. Besitzer. Nika Luna. Abriss erlaubt. Okay. Man kann erlauben, hier Sachen abzureißen. Dann kriegt man Ressourcen raus, oder wie? Da ist ein Panther. Panther Level 20. Nein, diesmal wirst du mich nicht töten. Warum treffe ich nicht? Okay. Okay, mit dem Bogen treffe ich. Okay, der Panther greift einen Bären an oder so ähnlich oder auch nicht. Komm, stirb.
Okay, 55 ist das höchste an Schaden, was ich mache, glaube ich. Einmal. Jawohl. So, habe jetzt meine ganzen Speere wieder. Hoffe ich. 9 Stück, jawohl. Alter, 2 Bären. Du willst mich doch wohl verarschen. Oh, ich muss was essen. Hau mal ab, ne? Greif die Bären an. Ich muss zurück in die Stadt. Ja, Zickzack laufen hilft. Hilfe, ich werde verfolgt. Sind das auch noch mehrere? Ich werde gleich sterben. Hier kurz erholen. Lecco mio. Ah, da steigt mein Leben wieder. Sehr schön. Levelaufstieg, Ausdauer. Doch, jetzt aber weg hier. Aber ziemlich zügig. Und trinken muss ich auch schon wieder. Oh, sie kommen. Komm, lauf. Lauf, Forest. Und wieder verstecken. Nein, du siehst mich nicht. Ach, scheiße. Boah, es endet mal wieder im Tod, liebe Leute. Okay. Ich sage vielmals fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euch einen schönen Tag. Und ja, schaltet wieder rein bei Let's Play Dark and Light. Ich wünsche euch was. Ciao.